Liebe Freundinnen und Freunde und vor allem ihr lieben Selbstmordattentäter, heute möchte ich mich speziell an euch wenden. Ihr kennt es doch alle. Ihr wollt auf eine Party, legt euren Sprengstoffgürtel an, geht auf die Party, scheiß Stimmung auf der Party und dann haben sie eine zündende Idee. Ziehen die Schnur aus ihrem Sprengstoffgürtel. Es macht laut Bumm. Sie liegen da in ihrem eigenen Blut und rund um sie nur unzufriedene Gesichter. Niemand lobt sie und sie liegen da und verrecken vor sich hin. Ein Scheißtag. Nun, da habe ich was für Sie. Wir haben in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien und den besten deutschen Waffenschmieden für Sie etwas entwickelt. Ta-ta-ta! Das ist der Selbstmordhelm. Schauen Sie, wir haben innen die Polsterung entfernt. Und mit einer exakt kalkulierten Sprengstoffmenge ersetzt. Praktisch ist hier die Schnur zum Abziehen, das heißt, ein kleiner Ruck genügt. Kurz warten. Stimmung. Sie müssen sich vorstellen, Sie gehen eben mit diesem Ding statt Ihrem traditionellen Sprengstoffgürtel auf die Party, ziehen am Schnürchen, es macht Boom, sie stehen wieder auf, rund um sie 72 Jungfrauen. Nun, es kann natürlich sein, dass in der Praxis sie sich, sobald sie unter diesen 72 Jungfrauen sind, sich gleich wieder so ein Helmchen wünschen. Aber immerhin sind sie angekommen. Neue Party, neues Glück. 72 Jungfrauen. Der große Vorteil daran ist, die Sprengladung ist genauso berechnet, dass die Schale nicht beschädigt wird. Das heißt, sie belästigen niemanden auf der ursprünglichen Party und ich kann Ihnen versichern, auf der Party wird nach ihrem Ableben Bombenstimmung sein. Ein weiterer wunderschöner Effekt unseres Selbstmordhelms ist, er belässt ihren Körper vollständig am Stück. Das heißt, nur ihr Kopf wird nun nicht mehr ganz so aussehen wie vorher. Aber das braucht sie ja bei den 72 Jungfrauen nicht mehr zu stören. Ihr Körper kann hervorragend wiederverwertet werden. Das heißt, wir bitten Sie zusätzlich zu diesem Helm stets einen Organspendeausweis bei sich zu tragen. Denken Sie dran, Organspende bewahrt Leben. Sie beweisen also, durch die Benutzung ihres Helms soziale Kompetenz, machen allen eine Freude und bekommen ihre 72 Jungfrauen. Wir sehen uns. Sind Sie ein junger Mann zwischen 18 und 30? Wenn ja, fühlen Sie sich ausgegrenzt? Haben Sie keinen Job? Fühlen Sie sich einsam? Sie haben auch keine Freundin. Nun, dann ist das die Lösung. Kaufen Sie den Selbstmordhelm. Unten eingeblendet finden Sie die Nummer des Inlandsgeheimdienstes. Sie können dort ab jetzt diesen Helm bestellen für den sagenhaften Preis von nicht 100 Euro, nicht 90 Euro, nein, nur 83,95. Ich lege mich hin, ich schmeiß mich weg.
ein geiles Angebot. Die ersten 20 Anrufer zahlen keine Versandkosten. Rufen Sie also gleich an.